Ein wichtiges und lebensrettendes Thema. Erste Hilfe. Der Busfahrer Gabriel Stingor zeigt es uns vor. Als einer seiner Fahrgäste plötzlich zusammenbrach, handelte er sofort. Damit wurde er zum Lebensretter. In solchen Notlagen zählt jede Sekunde. Das schnelle Erkennen der Situation kann über Leben und Tod entscheiden. Doch welche Maßnahmen sind zu treffen? Wir haben uns umgehört. Wir schauen, ob irgendwer in der Nähe ist, der was einem noch helfen kann. Aber am wichtigsten, dass man damit zugeht und schaut, was ist eigentlich überhaupt los bei dem. Ich kann ihn ansprechen, kann ihn nicht ansprechen, in Notruf hören und ja. Wichtig ist, dass man hilft, ob man alles richtig macht, das macht gar nichts. Hauptsache Hilfe ist schnell vor Ort. Schauen, ob er atmet, das wichtigste Seitenlage, Rettung verständigen, die Zuschauer verjagen. Wenn einer blutet, abdrücken, abbinden. Und zur Wundbeatmung, letztens haben wir einen gehabt mit Wespenstich halt, probieren irgendwie stabilisieren. Stabile Seitenlage auf alle Fälle, vielleicht eine warme Decke und gleich die Rettung anrufen. Die Menschen wissen also, was zu tun wäre. Die Einsatzorganisationen würden sich allerdings teilweise mehr Engagement der Bevölkerung erhoffen. Das funktioniert teilweise sehr gut und manchmal würden wir uns wünschen, wenn die Leute ein bisschen mehr machen würden. Es ist so, dass wir ca. 3000 Menschen pro Jahr in Erster Hilfe im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag ausbilden. Das klingt als erstes einmal relativ viel. Es ist aber immerhin ein Bezirk mit 100.000 Menschen. Das heißt, das kann durchaus vorkommen, dass wirklich kein Ersthelfer verfügbar ist. Ja? Da der Erste-Hilfe-Kurs bei einigen schon etwas länger her ist und man laut Meier alle 5 Jahre sein Wissen auffrischen sollte, bietet das Rote Kreuz wöchentlich Grundkurse an. Wer vor 10 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs das letzte Mal besucht hat, der wird, wenn er jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, merken, wie viele, teilweise nur Kleinigkeiten, aber relevante Kleinigkeiten sich da geändert haben. Und wir legen halt sehr viel Wert darauf mittlerweile, dass die Leute aus dem Kurs rauskommen und sagen, okay, ich traue mir das jetzt dazu, wenn wirklich was passiert, dann traue ich mir dazu, vernünftig zu helfen. Anmelden kann man sich zu solchen Kursen ganz einfach unter www.erstehilfe.at oder unter der Nummer 0800 222 144. Das Allerwichtigste ist ganz einfach nicht zu vergessen, dass man andere Menschen halt helfen soll. Ein wichtiges und lebensrettendes Thema. Erste Hilfe. Der Busfahrer Gabriel Stingor zeigt es uns vor. Als einer seiner Fahrgäste plötzlich zusammenbrach, handelte er sofort. Damit wurde er zum Lebensretter. In solchen Notlagen zählt jede Sekunde. Das schnelle Erkennen der Situation kann über Leben und Tod entscheiden. Doch welche Maßnahmen sind zu treffen? Wir haben uns umgehört. Wir schauen, ob irgendwer in der Nähe ist, der was einem noch helfen kann. Aber am wichtigsten, dass man damit zugeht und schaut, was ist eigentlich überhaupt los bei dem. Ich kann ihn ansprechen, kann ihn nicht ansprechen, in Notruf hören und ja. Wichtig ist, dass man hilft, ob man alles richtig macht, das macht gar nichts. Hauptsache Hilfe ist schnell vor Ort. Schauen, ob er atmet, das wichtigste Seitenlage, Rettung verständigen, die Zuschauer verjagen. Wenn einer blutet, abdrücken, abbinden und zur Wundbeatmung. Letztens haben wir einen gehabt mit Wespenstich halt, probieren irgendwie stabilisieren. Stabile Seitenlage auf alle Fälle, vielleicht eine warme Decke. Und gleich die Rettung anrufen. Die Menschen wissen also, was zu tun wäre. Die Einsatzorganisationen würden sich allerdings teilweise mehr Engagement der Bevölkerung erhoffen. Das funktioniert teilweise sehr gut und manchmal würden wir uns wünschen, wenn die Leute ein bisschen mehr machen würden. Es ist so, dass wir ca. 3000 Menschen pro Jahr in Erster Hilfe im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag ausbilden. Das klingt als erstes einmal relativ viel. Es ist aber immerhin ein Bezirk mit 100.000 Menschen. Das heißt, das kann durchaus vorkommen, dass wirklich kein Ersthelfer verfügbar ist. Ja? Da der Erste-Hilfe-Kurs bei einigen schon etwas länger her ist und man laut Meier alle 5 Jahre sein Wissen auffrischen sollte, bietet das Rote Kreuz wöchentlich Grundkurse an. Wer vor 10 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs das letzte Mal besucht hat, der wird, wenn er jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, merken, wie viele, teilweise nur Kleinigkeiten, aber relevante Kleinigkeiten sich da geändert haben. Und wir legen halt sehr viel Wert darauf mittlerweile, dass die Leute aus dem Kurs rauskommen und sagen, okay, ich traue mir das jetzt dazu, wenn wirklich was passiert, dann traue ich mir dazu, vernünftig zu helfen.
Anmelden kann man sich zu solchen Kursen ganz einfach unter www.erstehilfe.at oder unter der Nummer 0800 222 144. Das Allerwichtigste ist ganz einfach nicht zu vergessen, dass man andere Menschen halt helfen sollte.